Yo Freunde, Zelos hier und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part der Pokémon Platin Randomizer Nuzlocke Challenge, Freunde. Ja, im letzten Part haben wir Raissa getroffen in diesem Ewigwald und haben aber auch leider Zinnia verloren, Freunde. Irgendwie jetzt in jedem Part verlieren wir ein Pokémon. Davor war es Ferrit, jetzt war es Zinnia und haben aber ein Pokémon wieder dazu gewonnen, nämlich Kuno, Freunde. Das ich euch jetzt kurz mal zeige, beziehungsweise mal kurz über Steam gehe. Wir haben noch 4 Pokémon, Freunde, mehr haben wir nicht mehr. Benny, unser Magnetilo, John Cena, unser Razzav, Gray, unser Arctos, Freunde, von Anfang an dabei. Und Kuno, unser Magnein. Und da nehme ich mal die Pyrsif-Beere, weil Kunos Fähigkeit ist Rasanz. Und ich hätte gerne den Bedroher gehabt, Freunde, das wisst ihr ja schon im letzten Part. Dingsbums, falls Kuno von einer Statusveränderung betroffen ist, Giftpara, Eis, sonst was, dann verdoppelt sich die Initiative von Kuno, Freunde, und das ist eigentlich sehr zu gebrauchen. Warte mal, Item nehmen, Item, so. Wir tun direkt Kuno nach vorne. Kuno ist unser schwächstes Pokémon. Und ich würde sagen, weiter geht's im Ewige Wald. Und Ewige Wald haben wir ja gerade erst begonnen. Und Ewige Wald ist groß, Freunde. Schau mal, was sich da für ein Item verbirgt. Ein Wasserbrief. Ist aber, glaube ich, unnützlich. Also, ja, unnötig, so ein Wasserbrief. Auf geht's zum Kampf gegen die beiden Psychotrainer. Aber schauen wir mal, welche Pokémon die dabei haben. Ich kann sie sehen. Ich kann sie sehen. Ich kann deine Niederlage sehen. Okay. Durch die Verbindung von Trainer und Pokémon wird eine große Kraft geboren. Eine große Wasserkraft. Schau mal, was sie haben. Zwirlig und... Porygon Z! Fuck. Wir gehen mal auf Biss, auf Porygon... Oder ja, Zwirlig treffen wir sehr effektiv. Ich glaube, Biss reicht da, ne? Ränkeschmied! Fuck! Freunde, sind normale Attacken speziell, ne? Zwirlig ist tot, so. Aber wir haben jetzt ein Plus 2 Porygon Z vor uns. Ich glaube, es one-hitted. Freunde, wir müssen jetzt einfach auf Arctos gehen. Wir müssen auf Arctos gehen, weil Arctos ist unsere spezielle Wall. Kuno reicht Level 16. Schnäppke auf Doppelteam. Schnäppke, danke, dass du mir mal wieder nicht hilfst. Ich hasse dich, das Schnäppke von Raissa. So, wir gehen auf Gray, unsere spezielle Wall, und ich hoffe einfach, jetzt kommt kein Donnerblitz. Mal gucken, was jetzt kommt von Porygon. Ein Psystrahl auf Schnäppke. Danke, Porygon. Es wanted it fast. Doppelteam. Willst du mich verarschen? Greif dieses Porygon an. Wir haben die Frosttafel. Sprich, wir gehen hier auf Pulverschnee, Freunde. Ränkeschmied, ein plus 4 Porygon. Freunde, ein plus 4 Porygon. Gott. Wie geil wäre das denn für eine Nuzlocke Porygon Z, Freunde, in meinem Team? Ah ja, die Frage des Tages, ne? Welches Pokémon wünscht ihr euch für mein Team? Shit, das macht gar nichts. Shit, Freunde, das macht gar nichts. Ein Crit, dankeschön. Wir gehen jetzt auf Windstoß, weil Pulverschnee hat nicht genug gemacht. Oder, wir gehen. Pulverschnee müsste aber stärker sein. Bitte greif nicht Arctos an. Bitte greif jetzt nicht unser Gray an. Oder reich einfach Pulverschnee. Ein KP! Schnäppke, dankeschön, dass du angreifst. Dankeschön, Raissa. Freunde, mein Herz bleibt stehen bei einem Porygon Z mit Ränkeschmied auf plus 4. Und ja, wir haben die beiden besiegt hier. Ich speede wieder ein bisschen. Ich hoffe, das ist okay. Und weiter geht's. Wir dürfen natürlich kein Pokémon hier mehr fangen, weil wir haben im letzten Part nicht geschafft, das Regigigas zu fangen. Also wieder ein legendäres Pokémon haben wir nicht geschafft. Ein Clown. Was? Sag nicht, wir haben jetzt 2 Clown-Fossilien. Wir haben 2 Clown-Fossilien. Naja. Machen wir weiter hier. Hier kommt Hexablage. Ah ja, stimmt. Die Käfer-Trainer, aber die natürlich irgendwelche random Stuff im Team haben. Meine Sinne arbeiten auf Hochtouren. Ein seltenes Pokémon. Hast du ein seltenes Pokémon für mich? Schau mal, Freunde. 5 Pokémon. Ein Letaking.
Aber dieses Lunastein können wir mit Biss sehr effektiv treffen. Hoffentlich auch rausnehmen. Ich hoffe einfach Leta King. Oh Gott, Kratzer. Oh Gott, Glück. Und jetzt pennt es eine Runde. Ich habe so Angst vor Leta King, Freunde. Aber Lunastein wird gewonnen von Kuno. Kuno, ich liebe dich. Auch wenn es nur, Freunde, ein Magnein ist, liebe ich es trotzdem. Ja, was macht Schnäppke? Schnäppke geht natürlich hier auf Doppelteam, was auch sonst. Pandi. Ich glaube, wir greifen hier. Wir gehen in John Cena. John Cena two-hitted oder one-hitted beiden Pokémon direkt, oder? Wir haben Kampf und beide Pokémon sind Normaltypen. Faulenz, perfekt. Schnäppke, Eissturm. Die Initiative wird von beiden gesenkt, ist auch nicht schlecht. Nee, ich. Oder? Wird die direkt gesenkt? Ja, die wird direkt gesenkt. Ja. Imitator. Eissturm, ja, okay, bringt. Ja, okay, jetzt sind unsere Initiativen auch um 1 gesenkt. Wir gehen, Freunde, aber jetzt auf Fußkick gegen Leta King, weil das müsste Leta King doch rausnehmen, oder? Ja. Leta King ist weg. Kuno reicht Level 17. Schnüffler. Brauchen wir Schnüffler, Freunde? Nee, oder? Brauchen wir nicht. Dann erkennt es halt Geist-Pokémon. Aber gegen Geist-Pokémon haben wir den Biss. Schnüffler nicht erlernen, ja. Ich speede hier ein bisschen, Freunde, weil Schnäppke nichts anderes macht als Ding. Ah, hier wieder Mobai. Und Mobai wird auch von Fußkick sehr effektiv getroffen. Und wir gehen hier auf Fußkick auf Mobai. Killen es nicht. Freunde, ich glaube gerade, ich habe wieder gespeedet, tut mir leid. Ich glaube, wir haben gerade einen Quit bekommen und dadurch ist John Cena's Angriff um 6 Stufen gestiegen, Freunde. Und das heißt eigentlich, wir besiegen jetzt jedes Pokémon One-Hit. Ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, ob es so, aber ich glaube, es war so. Ich darf einfach nicht überziehen, Freunde. Ich mache es einfach automatisch, dieses Speeden. Kill es. Jawoll. So, hier, dir darf ich natürlich ein bisschen speeden, oder? So, Trainer sind besiegt. Und hier gibt es, glaube ich, noch ein Item. Hier gibt es ein Item. Komm, bitte, lass irgendein gutes Item jetzt da sein. Eine Prunusbeere. Aber Prunusbeere ist okay. Prunusbeere ist jetzt nicht das Schlimmste. Schauen wir mal. Die KP von Kuno ist voll. Alle sind voll, Freunde. Gab es hier noch irgendwas? Ein Item? Ich glaube, hier gibt's hier ein verstecktes Item? Nö, oder? So. Hier gab es nichts mehr. Hier sind zwei Psychotrainer-Freunde und die fordern wir jetzt heraus. Ich spüre eine eigenartige Präsenz und du verströmst sie. Freunde, die Musik ist Bombe, ne? Die ist einfach Killer. Dieser Wald ist seltsam. Es scheint, als fühle er meine Energie auf. Was? Du bist echt eine Psychotante, ne? Fuck, ein Hypno. Aber Freunde, wir haben Kuno. Unser Glück, Kuno. Aber ich hätte so gerne einen Bedroher gehabt. Ich kann es nicht oft genug sagen. Dieser Bedroher, ich hätte ihn so gerne gehabt. Bis auf Hypno, Freunde, das müsste One-Hit sein. Nein, ist kein One-Hit. Krass. Konfusion. Oh, kannst du auf Schnäppke machen? Ja, was macht Schnäppke am besten, Freunde? Das Doppelteam. Ich wollte gerade wieder spielen. Ich lasse es. Eisenabwehr. Fuck. Wir gehen hier aber trotzdem nochmal auf Biss auf Hypno, weil wir können noch mit Arctos und mit. Moment, wir können einfach auf Razav gehen, auf Fußkick gehen, wenn es jetzt nicht nochmal auf Eisenabwehr gehen. Kuno rein. 600 EP! Level 18, Freunde. Biss. Komm, drop. Oder drop, ich kann Magnetbombe. Boah, ich dachte schon. Magnetbombe ist Stahl, ne, Freunde, vom Typ Stahl. Ah. Wir gehen in John Cena. Greifen es halt physisch an, obwohl es schon auf plus 2 Abwehr ist. Verteidigung ist aber trotzdem, Freunde. Wir müssen hier mit sehr effektiv, ich glaube sogar zweifach, vierfach effektiven Fußkick irgendwie dieses Voluminas killen können, oder? Magnetbombe wird resisted. Ne, wird nicht resisted. Das ist sehr effektiv gegen Schnäppke. Ist auch komisch, Freunde, dass diese Raissa nur ein Pokémon hat. Das verstehe ich selber nicht. Fußkick, go! Müsste vielfach effektiv sein und das killt. Ja, das killt. Auf plus 2, Freunde, ist es keine Herausforderung gegen meinen John Cena. Kuno, John Cena erreicht Level 19. Erlernst du irgendwas? Nö.
Oh, Freunde, ich bin gespannt. Schaffen wir die zweite Arena oder schaffen wir die zweite Arena nicht? Da bin ich mega gespannt drauf, ob wir es wirklich hier schaffen. Da gab's nichts mehr, ne? Ja, schauen wir mal, welche Pokémon es hier noch im Gras gab. Kinoso, Kinoso. Schnäppke und Kuno, aber... Nee. Da wollen wir uns jetzt nicht mit aufhalten, Freunde. Flucht. Und hier gab es, glaube ich, noch ein Item. Ja. Ein gelber Schal. Ich weiß auch nicht, wofür der gelbe Schal jetzt ist. Freunde, irgendwie finden wir hier keine brauchbaren Items, ne? Eine Wettbewerbs-Item, ja. Gott, 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 Gott. Ja, Freunde, das war's auch schon mit dem Wald hier. Zerschneider haben wir noch nicht, aber wenn wir Zerschneider nach der Arena haben, gehen wir dann zurück zu dieser Geistervilla. Ja, das war's. Ciao, Raisa. Oh, das ist der Ausgang. Jetzt fällt mir ein Stein vom Herzen. Wir haben es echt geschafft. Alleine wäre es niemals durch den Wald gegangen. Vielen, vielen Dank, Zelos. Bitte nimm dies als Zeichen meiner Anerkennung. Eine Sanftglocke, stimmt. Sanftglocke, dieses Item ist natürlich nicht gerandomized. Ich bin mir sicher, dass wir uns irgendwann nochmal begegnen. Bis dahin, alles Gute. Begegnen wir Raisa nochmal? Ich meine nicht. So, Freunde, 200 Route 205. Das heißt... Wir können hier einen neuen Encounter fangen. Können wir einen neuen Encounter fangen? Fuck. Wartet mal. Route 205. Ich guck mal ganz kurz auf mein Handy. Das ist jetzt echt wichtig, weil... Ich hoffe einfach, wir können auf Route 205 einen neuen Encounter fangen. Ich bin mir gerade aber nicht mehr sicher. So, tut mir leid, wenn ich kurz nachgucke. Ich will einfach auf Nummer sicher gehen. Route 205. Komm schon, PokeWiki. Wo ist PokeWiki hier? Weil unterm Ewigwald war doch auch irgendeine Route. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das auch die Route 205 war oder 204 oder sowas. Schauen wir mal. Ich bin mir gerade unsicher. Route 205 war die Route, Freunde, wo wir unser Kuno gefangen haben. Das heißt, wir dürfen hier keinen neuen Encounter fangen. Hier könnt ihr es gucken. Moment, hier. So. Das ist Route 205. Also da vorm Ewigwald und jetzt nach dem Ewigwald. Wie gesagt, das heißt, hier dürfen wir keinen neuen Encounter fangen. Was gibt's denn hier Schönes? Ah, hier wieder Zerschneider, klar. Ja, und ich würde sagen, auf geht's zu diesem Angler hier. Okay, er will nicht, aber der nächste Angler will, ne? Sieh mal einer an, da habe ich mir einen temperamentvollen Trainer geangelt, ja. Das stimmt, das stimmt. Bitte keine 6 Pokémon, ein Pokémon. Kindwurm! Freunde, ich hätte so gern ein Drachen-Pokémon! Mann! Aber wirklich, schreibt mal drunter, welches Pokémon welches Pokémon wünscht ihr euch für mein Team? Das würde mich mega interessieren, das habe ich ja vorhin schon angesprochen. Wegen auf Biss ist normal effektiv. Ja. Oh, bitte keine Drachenwut. Oh, ich hatte voll an vor Drachenwut, Freunde. Kopfnuss. Aber Biss killt. Und das war's mit Kindwurm. Ciao, Angler. Ich glaube, ein Angler hat jetzt 6 Pokémon. Nichts beißt an. Ich glaube, ich könnte eine Pause gebrauchen. Schauen wir mal. Bitte keine 6 Pokémon. Er hat 6 Pokémon. Ein Elevoltec! What the fuck? Oh, ich glaube, er kann eine Kampfattacke wollen. Wir gehen hier raus. Wir gehen hier raus. Ich habe Angst. Ich habe Angst vor diesem Elevoltec, Freunde. Oh Gott, Elevoltec nimmt so ein ganzes Team auseinander, Freunde. Ihr könnt das ja sehen. Ruckzuckieb, okay. Komm, bitte quit. Sonst hätten wir jetzt einen +6 Angriff. Wir gehen auf Fußkick. Fußkick, glaube ich, ist das Beste hier gegen Elevoltec. Und killt dies Elevoltec sofort. Oh Gott, ein Elevoltec, Freunde. Ein Togekiss kommt jetzt noch. Was? Aber wir haben Gray mit Pulverschnee. Gott, ein Togekiss. Ervo Elevoltec, Togekiss. Was kommt noch? So, Togekiss. Aber wir haben Pulverschnee. Pulverschnee trifft doch vierfach. Oder vielen Typen gab es noch nicht in der vierten Gen, oder? Dann war es halt jetzt nur zweifach effektiv. Schauen wir mal. Was? Luftschnitt. What the fuck? Wir gehen hier weiter auf Push. Speeder ist hier, Freunde, wieder. So, das war's für Togekiss. Gott. Er erreicht Level 18. Perfekt. Jetzt haben wir ein starkes Team, Freunde. Aber er lernt nichts. Und Feuerriegel. Oh, süß. Ein Feuerriegel. Wir gehen zurück in Kuno. Feuerriegel, Freunde. Hätte ich auch so gerne. Tornipto. So ein geiles Pokémon.
X-Bad, okay. Da gehen wir zurück in Gray. Wollen hier, wie gesagt, nichts riskieren. Wir haben nur noch 4 Pokémon in unserem Team. Wir brauchen unbedingt einen neuen Encounter. Und Freunde, diesen neuen Encounter können wir auch gleich fangen. Und da hoffe ich einfach mal, dass es ein brauchbares Pokémon wird. Es muss nicht das übertriebenste, stärkste Pokémon sein. Es muss einfach nur brauchbar sein. Wie zum Beispiel ein Feuertypen oder ein Drachentypen. Das reicht mir schon. Egal welches, es reicht mir schon, wenn es eins von den beiden ist. Wenn eins von den beiden Typen kommt. So, ich speede hier ein bisschen, weil, ja. Mauzi! Ja, komm, wir bleiben drin. So. Jetzt habe ich nicht gesehen, was für ein Pokémon ist. Morabel, okay. Auch ein cooles Pokémon, so vorne Sumpex. Wir gehen auf Windstoß. Was will uns Morabel machen? So, Windstoß ist ein Two-Hit. Und wir speeden wieder hier ein bisschen. Und das war's mit den 6 Pokémon von dem Trainer, oder? War's das? Ja. Nun, das hat mir wirklich gar nichts gebracht. Ja, Digga, du hast ein Voltig, du hast ein Togekiss. What the fuck, dachte ich mir sogar. Ich habe mir ein paar starke Pokémon geangelt. Lass uns kämpfen. Mal gucken, was er für Pokémon geangelt hat, Freunde. Ja, schauen wir mal, welche Pokémon er geangelt hat. Ein Glurak hat er sich geangelt! What the fuck? Er hat sich einen Glurak geangelt, okay. Rauchwolke. Freunde, ein Glurak wäre auch so toll für unser Team. Ich könnte schon heulen, dass wir keinen Glurak haben. Aber wir haben einen Arktos, wir haben einen Knein, wir haben einen Razaf und wir haben einen. Oh, was war unser 4. Pokémon? Ne, natürlich ein Magnetilo, Freunde. Ja, wir gehen hier weiter auf Biss. Was will das machen, Kratzer? Ich glaube, Glurak kann auf Level 14 nicht viel. Oh Gott. Ja. Kuno reicht Level 19, Freunde. Es geht richtig, richtig bergauf hier mit Kuno. Er lernt aber nichts. Und jetzt kommt Nidoran. Nidoran hast du dir auch geangelt. Krass. Grave. Denn jetzt greifen wir mit Pulverschnee an, Freunde. Ein weibliches Nidoran. Pulverschnee, go. Und ja, die Kehrtwende hätten wir lieber auf John Cena gelassen, aber okay. Komm, one it is. Nein! Guten Schlag, komm, hier speed ich wieder. Gray erreicht Level 19, er lernt aber wieder nix. Und ein Draschel. Draschel bleiben wir drin, weil wir haben einen Pulverschnee, Freunde, und Draschel ist schon wieder ein Drachen-Pokémon. Bitte, bitte, ich möchte einfach nur ein Drachen-Pokémon haben. Und ich hoffe einfach, in der Stadt fangen wir jetzt Superbälle. Wir können uns Superbälle, hoffentlich einfach können wir uns Superbälle kaufen, Freunde. Das ist jetzt einfach mein Wunsch, weil dann haben wir nicht mehr so Schwierigkeiten, wenn ein legendäres Pokémon kommt, es vielleicht dann. Wir haben dann einfach eine höhere Chance, dieses legendäre Pokémon zu fangen, Freunde. So, das war's. Ja. So, wir sind in Ewigenau, Freunde. Heilen uns erstmal hier. So, das speede ich mal wieder. Ist ja okay, ne? Wo ist der Markt? Hier. Bitte, Superbälle. Bitte. Bitte, komm schon, Superbälle. Du hast doch bestimmt Superbälle für mich. Du hast keine Superbälle für mich. Aber ich glaube... Ne, ein Supertrank. Ich glaube, man findet hier irgendwie über der Arena einen Superball oder einen Supertrank. Eins von beiden. Schwächeren Pokémon, Netzball, haben wir, Heilball, haben wir alles. Aber wir kaufen nochmal ein paar Pokébälle, ne? Jetzt haben wir leider Zinia verloren, Freunde, die den Gegner hatte, die Pokémon einschläfern hätte können, ne? Und das ist genau das Problem. Supertrank holen wir uns auch mal, dreimal nochmal. Können wir eh nicht im Kampf einsetzen, also von daher bringt uns Supertrank eigentlich weniger. Und, Freunde, hier, genau, hier. Jetzt, Supertrank ist das, ne? Wellenrauch, stimmt, hier gibt es eh verschiedene Items, random Items. Was ist Wellenrauch? Kann das sein, dass es Attacken von Typ Wasser verstärkt? Verstärkt von Typ Wasser, ja, perfekt, Freunde, aber wir haben keinen Pokémon, was Wasser attacken kann. Nicht mehr. Und ich würde sagen, jetzt fangen wir unser neuen Encounter, Freunde. Und mit welchem Pokémon können wir denn am besten einen neuen Encounter fangen? Wir bleiben mit Kuno drin. Ja, Kuno ist stark, ne? Wir bleiben hier trotzdem mit Kuno drin. Ah ja, stimmt. Jetzt kommt hier noch Takato. Bombs. Hey, Zelos, du bist doch gekommen, um dir den Pokémon-Statue anzusehen. Stimmt's? Ich bringe dich hin. Ach, stimmt. Jetzt werden wir noch mit irgendeinem Commander hier. Ich glaube, Commander Jupiter oder sowas. Keine Ahnung, wer der Typ da ist. Aber was?
Das ist Cyrus, Freunde. Wie soll ich die Stimme nachmachen? Ach, hier haben wir ja die Pokémon-Statue der Stadt Ewigenau. Fest miteinander verwoben, geben Zeit und Raum unsere Welt ihre Form. In Sinnoh verehrt man das Pokémon des Raumes und das der Zeit. Die Mythen, Sinnohs, wir müssen sie auf Wahrheiten überprüfen. Hey, Gören, entschuldigt, geht zur Seite. Pff, pass auf, und dann, wenn wir gegen ihn antreten, hat er nur so ein Raupi mit Wahlband. Oh, hey! Bei diesem Zusammenstoß kam mir eine brillante Idee, das ist genial, ich weiß. Wie man ganz leicht zu einem klasse Trainer wird, na, wie klingt das? Also pass auf, hör mir zu. Alle deine Angriffe müssen sitzen, Gegner dürfen dich nicht treffen. Wenn du das schaffst, wirst du nie verlieren, du bist unverwundbar. Takato, wie willst du das denn machen? Der unverwundbare Trainer, das ist die beste Idee, die ich jemals hatte. Hey, wieso guckst du dir nicht mal die Pokémon-Statue an? Tschüss. Alles klar, ich bin ein bisschen müde, Freunde. Er ist die Pokémon-Statue von Ewigenau. Gibt's hier noch irgendwas zu holen? Gibt's hier noch irgendwas? Schauen wir mal. Nö. Nee, hier gibt's nichts mehr zu holen. Hast du noch was für uns? Nee. Oh Gott, Freunde. Unser neuer Encounter. Hey, was? Nee. Ach komm, der hat uns irgendwas erzählt wegen, weiß ich, ein Palkia oder sowas. Und, oh Gott. Route 211, hier können wir einen neuen Encounter fangen, Freunde. Und ich bin mir gar nicht sicher, soll ich mal Gnein vorne lassen? Im Prinzip können wir ja... Wir lassen mal Gnein vorne, Freunde. Welchen neuen Encounter werden wir bekommen, Freunde? Welchen werden wir bekommen? Feuer, Drache-Typ, bitte lass eins im Einen sein. Ein Sandama! Freunde, ein Sandama ist richtig cool. Ihr kennt die Alola-Form von Sandama, ein Eis-Sandama. Und ein Born-Typen für unser Team. Sprich, wir haben eine Elektro-Immunität, wenn wir die Sandama fangen. Und wir gehen, denke ich mal, erstmal auf ein Tackle. Weil ich habe einfach Angst, diesen Sandama mit Kuno zu killen. Okay, Tackle macht nix. Giftstachel. Bitte kein Gift. Wir gehen auf den Biss. Hoffe ich. Weil Sandama, Freunde, ist auch eine gute physische Wall. Das dazu gesagt. Oh Gott, ich hatte gerade Angst. Turbodreher. Und es hat den Turbodreher. Wie geil. Oh, Freunde, Sandama ist so geil für unser Team. Ich guck mal gleich, wer nach dem Sandama benannt werden wollte. Ob es überhaupt jemand wollte. Tackle. Oh, ein Crit. Oh, habe ich gerade Angst bekommen, Freunde. Huhu. Wären wir auf Biss gegangen, wäre die Sandama tot. Ich denke mal, wir gehen... Na komm, wir werfen einen Ball. Wir werfen einen Heilball. Bitte, bleib einfach drin, Sandama. Sandama, ein weibliches Sandama, Freunde. Nein. Hat es nur den Turbodreher? Jetzt müssen wir raus. Jetzt müssen wir auf definitiv raus. Ich hoffe einfach, wir haben genug Bälle, Freunde. Ich hoffe einfach, wir fangen die Sandama. Wir gehen hier auf Benny. Giftstarre, ja. Giftstarre hat deswegen keine Wirkung. So, und jetzt greifen wir mit einem... Greifen wir an. Bitte, Pokéball. Bitte, fang mir dieses Sandama. Bitte. Eins. Zwei. Nein! So. Freunde, ich habe gerade voll Angst, dass wir dieses Sandama nicht fangen. Sternschauer, wird aber resistet. Komm, bitte. Wir haben... Ich möchte diese Osantama unbedingt haben, Freunde. Das ist so geil für unser Team. Ein Boden-Pokémon. Eins, zwei, jetzt haben wir's. Drei. Und gefangen. Wir haben Sandama gefangen, Freunde. Ein richtig geiles Pokémon für unser Team. Ein Erste-Gen-Pokémon. Ihr wisst, wie Erste-Gen-Pokémon ich liebe Erste-Gen. Haben wir eigentlich... Freunde, mir fällt gerade auf, wir haben nur... Erste Gen Pokémon in unserem Team, obwohl es Pokémon von Gen 1 bis 4 gibt. Und wir haben nur erste Gen Pokémon in unserem Team. Es rollt sie zusammen und rollt dann auf Gegner zu, die durch seine Stacheln Schaden nehmen. So, jetzt muss ich natürlich gucken, wer wollte nach einem Sandama benannt werden. Das ist natürlich jetzt ganz wichtig. Mein Block. Gibt es Boden-Pokémon überhaupt? Freunde, es gibt. Doch! Boden-Toke!
Tokes ist aber weiblich. Ja. Einer wollte nach Bohnen-Pokémon benannt werden, nämlich Toke. Aber es ist weiblich. Ich hoffe trotzdem, es ist okay, dass wir, ich mal Toke zu einem Sandama passt doch, oder? Dann werden wir die Sandama hier Toke nennen, Freunde. Wenn es für dich okay ist, ich hoffe, du guckst es und schreibst mir nochmal drunter, ob es okay ist, dass hier das Sandama nach dir benannt werden. Ich hoffe, Toke ist so richtig geschrieben. Ja, Toke ist so richtig geschrieben. Oder Toke. Ich nenne es Toke. Und ja, das ist unser neues Pokémon für unser Team, Freunde. Ich schaue es mir mal direkt an. Oh Gott, Freunde, wie geil ist das denn? Ein Bohnen-Pokémon für unser Team. Lasches Wesen. Ich glaube, Lasches schon wieder plus Spezialverteidigung, glaube ich. Sandschleier. Hört Fluchtweg im Sandsturm. Okay, das ist auch scheiße. Turbodreher Stahl. Okay, die Moveset ist nicht cool. Das Wesen ist nicht cool. Ich gucke aber mal direkt, ich möchte mal unbedingt wissen, welches Wesen Lasches ist. Ich glaube, minus Spezialverteidigung plus Verteidigung, denke ich mal. Wesen, Pokewiki. So. So, Freunde, wir können jetzt zusammenschauen, welches Wesen Lasch ist. Minus. Nee, Freunde, das ist ein richtig gutes Wesen. Plus Verteidigung, minus Spezialverteidigung. Das ist ein richtig gutes Wesen für ein Sandama, Freunde. Ja, was für eine geile. Wir haben eine spezielle Wall mit Arctos, wir haben eine physische Wall mit Toke. Und Freunde, ich bin einfach überglücklich, dass wir Toke für unser Team gewinnen konnten. So, jetzt müssen wir aber schnell zurück. 1, 2, 3, 4. Oh Gott. Ich hoffe, wir müssen schnell unserem Kuno einen Trank geben, weil ich habe Angst, dass wir dann durch Gift sterben, Freunde. Wir haben nur einen Supertrank. Egal, wir geben einen Supertrank. Oh, wir hatten Anti-Gift. Egal, komm. So, schnell zum Pokémon Center, Freunde. Cynthia will nochmal was von uns. Oh, dieses Utensil da. Ist das ein Pokédex? Puh, da kommen alte Erinnerungen hoch. Entschuldigt bitte, wie heißt du denn? Schön. Hallo Zeos, den Namen werde ich behalten. Mein Name ist Cynthia. Ich bin auch eine Trainerin. Und ich studiere die Mythologie der Pokémon aus reiner Neugier. Hier in Ewigenau steht die Statue eines Pokémon. Des Altertums. Hast du sie dir schon angesehen? Die Legende besagt, dass es ein extrem mächtiges Pokémon gewesen sei. Also wir müssen erst zur Arena und dann... wir bekommen erst von Cynthia Zerschneider vorhin und dann können wir Zerschneider aber erst benutzen, wenn wir die Arena besiegt haben, ne? Die Legende besagt, dass... habe ich schon gesagt. Wer weiß, vielleicht begegnest du auf diesen Reisen ja ein ähnliches Pokémon. Nimm das hier. Es wird dir sicher nützlich sein. Die VM01. Also zum Glück ist das nicht gerandomized, weil das wäre einfach... Dann hätten wir... Können wir gar nicht vorankommen, Freunde, wenn sowas gerandomized wäre. Die VM-Zerschneider kann auf der Reise verwendet werden. So kommst du zu Gebieten, die du vorher nicht erreichen konntest. Das ist wichtig, um dein Pokémon auffüllen zu können. Viel Glück auf deiner Reise, Trainer. Oh, ich habe da noch was vergessen. Richte Professor Albe meinen Gruß aus. Und jetzt kommt nochmal, glaube ich, Takato angerannt, wie immer. Takato, wo bist du, Takato? Ein Schritt und... Oh, ich dachte, Takato kommt, Freunde. Okay, Takato kommt nicht. Freunde, ein Sandama für unser Team plus Verteidigungswesen. Oh, ich bin so happy. Ich bin echt so happy, Freunde. So, das speeden wir, habe ich ja gesagt. Und jetzt gehen wir zurück. Und obwohl wir haben 28 Minuten, Freunde. Toke werden wir jetzt trainieren. Freunde, mir gehen langsam die Namen aus. Also wenn ihr noch nach einem Pokémon benannt werden wollt, es aber im ersten Part noch nicht geschrieben habt, dann schreibt es nur mal bitte drunter. Das würde mich auf jeden Fall freuen, Freunde. Ja, da kommen wir auch erst dran zum Pokéball, wenn wir Zerschneider haben. Und obwohl Zerschneider können wir doch eigentlich dann da mal bei... Machen wir im nächsten Part. Ja, Freunde, ich würde sagen, hier an der Stelle beende ich den Part. Ich werde dann im nächsten Part nochmal kurz die Trainer machen und dann werde ich mich der Arena stellen, Freunde. Und ich würde sagen, wenn euch der Part wieder gefallen hat, gebt dem Video wieder einen Daumen hoch. Würde mich wieder mega freuen, Freunde. Ich würde sagen, bis dann und ciao.